du, dass das mit ja, der Krieg ausgehen würde oder was passiert da eigentlich jetzt? Das ist ganz schlimm, nicht? Eigentlich Geschichte von Krieg, wahrscheinlich wissen Sie schon von Internet und so weiter. Ja. Gelesen. Ja. Eigentlich damals ja eigentlich als Krieg angefangen, also eigentlich war schon in Moskau, nicht in Aserbaidschan. Mhm. Aber eigentlich, das ist eine Geschichte, ich kenne ganz gut. Ja. Der ehemalige, also sagen wir Karabach, also gehörte zum Aserbaidschan-Seite. Also die war in der Republik, da war eine Autonomie drin in Aserbaidschan. Mhm. Danach, die wollten Unabhängigkeit nach dem Zerstörung der Sowjetunion, die wollten Unabhängigkeit schaffen, aber die Aserbaidschaner, die wollten das natürlich nicht und damit die ganze Geschichte angefangen. Ja. Aber damals war auch in Armenien auch ungefähr 300.000, die Aserbaidschaner gelebt haben. Ja, okay. Aber die wurden also 1988, glaube ich, in diesem Zeitraum 1989, das ist komplett aus Armenien vertrieben. Ja, und jetzt wohnen nur noch Armenien da, nicht? Im Nagorno-Karabach. Ja, und, ja, ja. Ja, und danach also ist, ja natürlich, das war auch, wahrscheinlich wissen Sie, im Sumgayit, das war auch die von der Menschen, irgendwelche Konflikte zwischen der Privatpersonen, sagen wir, also Armenier, ja. Aserbaidschaner, danach, aber das war ein auch Spiel sozusagen, also die alle wissen, wissen das. Ja. Und weiter, also mehr und der Krieg angefangen und ja, natürlich das komplett Karabach und die noch sieben, also auf Aserbaidschan sagen das Rayon oder auf Russisch auch Rayon, Bezirke, ja. Die wurden von der Armenien also genommen und in Folge war ungefähr seit 1 Million Flüchtlinge. 1 Million, wow. Ja. 1 Million, ja. Mhm. Aber in Karabach, das eigentlich und momentan auch, die leben nicht mehr als 80.000 vielleicht, also maximal 100.000 vielleicht. Vielleicht, ja. Oh, das ist nicht so viel, okay. Ja, ja, das ist nicht viel, nee. Aber ist so, also das eigentlich 94 war also Friedensvertrag, ja, sagen, ja. Der Waffenstillstand, also zwischen Armenien und Aserbaidschan. Aber da hatte auch UNO-Resolution viermal, damit also die sollen eigentlich die Territorien von Aserbaidschan freimachen. Ja, okay. Und was finden die Leute oder ihre Leute, sag mal, Talis? Leute, was finden die von dem Krieg? Was, ja, was hält sie davon? Was passiert jetzt? Und warum ist es jetzt angefangen eigentlich? Ich gleich sage, also warum das angefangen ist, das bedeutet ab 94 bis jetzt, also das bedeutet 26 ja. Jahre lang, mhm. Aserbaidschanische Seite hat gewartet auf das Krieg irgendwie friedlich zu lösen. Mindestens diese sieben Bezirke, was ist außer Karabach, also Territorium ist, also das ist zurücknehmen und Flüchtlinge wieder zurückbringen. Mhm. Aber leider 26 Jahre lang, das ist da diese große Minsk Group, wie sagt man auch, also mit Russland. Minsk Group, ja. Nur die haben das ganz gar nichts geschafft. Also so kein, also ein einziger Bezirk zurück, die haben gebracht, also genommen, sagen wir so, oder gegeben. Ja. Und ja, jetzt also momentan ist so, also meine Meinung, sagen wir, oder unsere Meinung, sagen wir, also momentan früher, die haben also auf jeden Fall Angst gehabt vor der Russland. Ja. Aserbaidschaner, aber jetzt momentan, also Russland hat grüne, also Licht gezeigt. Okay. Grüne Licht gezeigt, damit also sie können also tatsächlich diese Territorien also erobern wieder, also zurücknehmen. Ja. Ich denke also vielleicht 5 oder sogar 7 diese Bezirken, Rayonen, das wird zurückgenommen, aber mit Karabach-Sache ein bisschen unter Frage, vielleicht
Vielleicht sogar, sage, also ich denke so und Ja. viele denken auch so, die Russland will hin zum Beispiel eigene Armee stationieren lassen. Okay. Und was ist mit Armenien? Ich habe mal gehört, dass ja, sie arbeiten zusammen mit dem Soros, George Soros, und Aserbaidschan mit der Türkei. Stimmt das, Aserbaidschan mit Türkei, dass da richtig Dschihadisten drinnen sind oder mithelfen? Ich hätte so nicht gesagt, da, also zusammen irgendwelche die Sachen, das irgendwann gemacht, aber momentan, natürlich die Türkei kauft viele, also meistens sagen wir, also Öl und so weiter Ja. aus Aserbaidschan. Okay, Und ja. danach also gibt es viele Investitionen in Türkei auch, also von aserbaidschanischer Von Seite. Aserbaidschan, okay, ja. Eigene Land, aber in Türkei. Aber das ich hätte nicht gesagt, zum Beispiel Türkei momentan also führt irgendwelche Kriege gegen Armenien in Aserbaidschan. Wenn so wäre, dann also gibt es auch Vertrag Armenien zwischen Russland und andere ehemalige Sowjetunion, Ja. ODKP heißt das also, die könnten Ja. das auch helfen und Ja. gegen Aserbaidschan oder Türkei, sagen wir so, Krieg führen. Die unterstützen mit Wörtern und so weiter, ja. Die sagen, ja, wir sind also dabei, also gut, er könnte Ja. machen und so weiter, aber nur mit Wörtern. Ich hätte nicht gesagt, also die Soldaten von türkische Soldaten zum Beispiel da sind in Aserbaidschan oder da Krieg führen. Eine zweite Sache ist zum Beispiel, dass es irgendwelche Armee hinzubringen in nach Karabach und Ja. weiterhin das stationieren lassen. Ja, natürlich dafür braucht man etwas. Etwas kann sein, zum Beispiel terroristische Gruppen und so weiter. Wenn zum Beispiel irgendwelche terroristische Gruppen das kommen in Karabach, ja natürlich kann sein oder Türkei oder nehmen wir Russland, insbesondere ich glaube Russland, das kann immer in der Welt sagen, ja gut, gibt es Terroristen, ich muss mit Terroristen kämpfen, damit also ich marschiere zum Beispiel. Das ist eine Meinung, Ja, sage ja. ich so, dass es könnte so sein. Aber mit der Karabachische Sache ist so, also eigentlich 94 noch, unser Präsident Ali Ekrem Umbatov mit damaligen Präsident Heydar Aliyev 4 Stunden lang, wir haben diskutiert die Probleme und wie Ja. kann man für die beide Seiten gute Lösung zu finden und mit also Frieden rauskommen. Ja. Unser Präsident Ali Ekrem Umbatov, das hatte damals gesagt, also die sollen zum Beispiel die auch in Karabach und so weiter Autonomie, aber in Aserbaidschan. Und da Okay. können die anderen, zum Beispiel in Talışın, in die anderen auch Autonomie, wie ein also föderative Republik, die schaffen. Ja. Und damit also in der Republik drin auch die Autonomie, da Republik gibt es für der so weiter. Und für die komplette Kaukasus, also eine Konföderation Ja, erschaffen. okay. Damit also alle, also eigentlich alle sind zusammen, zufrieden und in Frieden die leben. Ja. Aber leider, da wurde abgesagt von Heydar Aliyev, er wollte das nichts hören und danach, also Sie wissen, was hat er gemacht, weiter mit Ali Ekrem Umbatov, der hat also Ja. eigentlich also festhalten, also für der lebenslang und so weiter. Nachdem 2013 mit gleiche, also Wörter, Ali Ekrem Umbatov war in Armenien. 2013 war in Yerevan Okay. und also Xankendi und Stepanakert sagt man auch. Und er hatte gleiche gesagt da auch. Wir können das schaffen. Wir können also einmal also Konföderation für die Aserbaidschan, Armenien und Georgien zusammen machen. Und dazu kommt zum Beispiel für Karabach, für zum Beispiel Talışın oder Lezginen, die anderen, also Minderheiten, können wir schaffen auch ein Autonomie-Republik, damit alle sind zufrieden, alle leben im Frieden zusammen. Ja. Aber leider von Armenien-Seite wurde auch das abgesagt. Die Okay, Armenier so, sagt, die ja. wollen das nicht, die wollen unbedingt Karabach auch
extra ein also Land erkennen. Ja, so, Ja. was Sie sagen, eigentlich das Beste ist, die Republik haben und die Leute selbst, Selbstregierung, Autonomes machen und Ja, Autonomie und die und. ganze Welt hatte das nicht anerkannt, bis ja zum Beispiel Nein. Republik Karabach, ja, oder die, wie die Ja. sagen, Artsakh sagen auch, also die haben auch nicht anerkannt. Nein. Damit also, das ist auch ein großer, ich denke, dass nach meiner Meinung, dass es große Fehler war, auch von Armenien eigentlich, da könnte man als früher, da zum Beispiel, ich weiß also damals, wir haben also sehr gut, also wie Nachbar, also gelebt, im Frieden, Ja. alle zufrieden und kein Problem war. Also niemand hat gesagt, zum Beispiel, jemand ist ja Muslim, jemand ist Christ oder die waren alle zusammen. Die Armenier, Talışen, Azerbaycanlar, Türken und so weiter, alle zusammen. Da wie eine Familie waren. Und sufi Verwandtschaft auch zwischen Armenien und Aserbaycan. Das ist tatsächlich bir şey so. Zum Beispiel momentan in Baku und Umgebung lebt auch ungefähr 50 oder 60.000 Armenier. Das ist, die sind Frau, Mann oder also Kinder oder so. Also die können nichts machen mit Familien. Nein, Das nein, ist nein, leider dieses Problem war so. Aber nein. die wollten nicht. Also aserbaidschanische Seite damals Heydar Aliyev, die wollten nicht. Danach also armenische Seite 2013, die wollten nicht hören. Ali Kerem was da hat gesagt. Ja, Und ja, ja, momentan im Krieg, ja natürlich Talış-Leute, die auch kämpfen. Die sind ja. Aserbaidschaner, leben also Staatsangehörigkeit von Aserbaidschan. Und ich hätte gesagt sogar mehr als. Warum ich sage mehr als? Offizielle Statistik von Aserbaidschan, letztes Mal, ich habe gesagt, also die sagen 112.000 Talışen leben in Aserbaidschan. Ja. Aber wenn wir momentan gucken wir Statistik, wie viel Gestorbene sind, also mehr als 50% Talışen. Oh, Also so. das bedeutet, oder Statistik ist Ja. falsch, also Ja. das ist nicht tatsächlich, also 112.000 lebt in Aserbaidschan Talışen, Ja. oder jetzt, was die wollen machen mit Talışen, ich weiß es nicht. Also eigentlich die Talışen, die da auch Krieg führen, ja natürlich, die sagen, das ist unser Vaterland, ich verstehe das auch tatsächlich, Ja. aber nachdem die sollen auch, dass es geben, dass es ja für Talışen mindestens, ich habe das neulich ein Status auch geschrieben, also mindestens nach dem Krieg, die sollen 2016, was haben die Talışname offiziell Verbot gemacht in Aserbaidschan, die sollen das zurücknehmen, das Ja. mindestens. Und dafür Vielleicht. Talışen, entschuldige, Talışen, also Ja. irgendeine Talışı Partei, die erlauben gründen, Talışı Fernseher oder noch etwas, die sollen machen. Ja. Also wenn die Talış-Leute, die für Vaterland also sterben, ja natürlich, die sollen auch etwas davon nehmen, Ja. davon haben. Nicht wie was also bisher war. Ich Ja, meine genau. das, ja. Vielleicht sollte sie eine Lösung finden, so wie das mit Syrien ausgegangen ist. Hat Russland, sag mal, die Astana-Konferenz gemacht und vielleicht etwas. Hoffentlich, wann der Krieg bald ausgeht. Aber glauben Sie, dass der Krieg bald vorbei ist oder wird das noch lange dauern? Lange dauert, ich glaube nicht. Also das bedeutet so, also momentan das geht noch weiter. Eigentlich, was vor Anfang gesprochen war, diese fünf Bezirken da, neben der Karabach, der soll Aserbaidschan zurücknehmen. Danach da zwei Rayonen, das waren Bezirk, also für sagen wir so, Korridor da, die wollten da, Fulu Alasem für der zwischen Armenien und Karabach. Und Karabach selber, ich glaube nicht, auf jeden Fall, da leben auch wie Armenischer früher gelebt haben, die Aserbaidschaner auch. Die zusammen irgendwie wieder irgendwelche Autonomie und so weiter, wahrscheinlich das wieder, also nicht extra eine Republik, ich glaube nicht. Aber bisher, dass die Bezirke, sieben Bezirke da zurücknehmen, ich glaube, das Krieg wird also weitergeführt. Ja, okay, ja. Danach, also da kommt wahrscheinlich kommt höchstwahrscheinlich die Russen rein. Und ihr russische Militär Ja.
Friedensmilitär, sagen wir so. Also die kommen da und danach, die sollen wieder anfangen, wieder wie früher zum Beispiel vor 100 Jahren vor, also das damals war auch irgendwelche Probleme, danach also auf jeden Fall nach den 20, 30 Jahren, die haben langsam alles vergessen und danach also in Frieden gelebt. Nur wir sehen das so. So, Sie glauben, dass die Russen schon so wie in Syrien hereinkommen? Das glauben Sie, oder? Sonja, sagen wir so, da, also eigentlich seit vielen Jahren ab und zu, ich gucke auch russische Fernseher und was die sagen, auch Politiker und so weiter, die haben immer gesagt, die Karabach, das soll also unter russische also Patronat, sagen wir so. Also die sollen unter Russen, das sagen wir so, also als Friedens, also Friedensvertrag sagen wir auch, oder Friedens, also Militär, die sollen das stationieren und damit also die Konflikt regulieren, so damit also Aserbaidschaner mit Armenien kein Problem haben. Die haben also lange Zeit das diskutiert, gesagt und so weiter und damit, ich glaube, die sowieso, die sollen, die kommen hin. Nicht sollen oder müssen, eigentlich, ich glaube, die kommen hin. Die wollten das haben. Und das haltet momentan also gar nichts, Russen zum Beispiel, wenn die kommen da. Und die wollen ja natürlich nicht momentan zum Beispiel in Karabach oder irgendwo irgendwelche Armee von NATO kommt. Ja, das ist, ja, das ist Das ist so. das größte Problem. Ja, Ja, das weiß ja. ich. Ja, so wie mit Belarus und so Ja. weiter. Das ist ein Wahnsinn, was der NATO natürlich macht. Ich meine, sie können nicht, ja, sie provozieren dauernd. Und das ist was jetzt Ja, mit Nawalny und die Sache und ja, das. und damit, was mit Türken, Sie haben gefragt, also ist so, also mit Türken ist so, damit also Türkei ist drin in NATO. Ich glaube nicht, also Russen. Die erstatten, erlauben die Türken zum Beispiel oder NATO da reinkommen. Das glaube ich auch nicht. Nee, das glaube ich nicht. Und das Schwierige mit der Türkei ist immer, sie sind in NATO, aber sie sind auch mit Russland, so wie in Syrien. Und Ja. das ist so wie ein bisschen ein Doppelspiel. Das Nun, machen sie ja immer. gibt es auch ein bisschen Spielerei, ja natürlich gibt es auch, aber diese junge arme Leute so sterben auf jeden Fall. Aber natürlich, wir wollten immer, dass es mit Frieden, dass diese Konflikte irgendwie lösen, aber leider, ich sage das, also die wollten nicht, also die Armenier wollten nicht und damals, ja gut, auch, also eigentlich, das ist verlorene Seite war da, Aserbaidschan, sagen wir so. Aber in Aserbaidschan damals Heydar Aliyev da auch, der wollte nicht das. Also nur ganz so, da sagen wir, der sagt nein und fertig aus. Da. Also für den anderen, ich gebe gar nichts. Ich will das zum Beispiel momentan ist wie ein Unitarrepublik, da sagen wir Aserbaidschan. Aber zum Beispiel eine Föderativrepublik schaffen. Und dann also in Frieden leben, zum Beispiel wie in Deutschland zum Beispiel oder in Niederlande oder in Schweiz zum Beispiel gibt es 26 Kantonen und gibt vier Amtssprache. Also die solche Sachen, die sind nicht bereit oder die wollen das oder nicht machen oder so, zum Beispiel diese Diskussion geht immer weiter, aber irgendwann, die sagen nein, die haben irgendwelche oder Angst oder so etwas, aber wie viel zum Beispiel, ich selber auch, die sage zum Beispiel, gibt es da in Deutschland, ja, das ist, wenn gibt es Bundesländer, 16 Bundesländer, das bedeutet nicht, dass das Land ist zerstört und so weiter. Land ist zusammen, das ist ein Bündnis. Auch in Aserbaidschan, das so könnte machen, aber leider, die wollen nicht das verstehen. Die wollen das nicht haben. Nein, na lassen wir hoffen, dass in der Zukunft es ein bisschen besser wird, aber ich glaube, es wird immer schlimmer momentan, Das ist mit bis es besser wird. Bildung zu tun. Also wenn die Leute das ist endlich da verstehen, dass es eigentlich, dass es gut wäre für die alle. Also wir sind Zivilleute. Wir wollen also in Frieden leben. Wir wollen keinen Krieg.
Nicht. Also was mit Krieg? Also das ist egal, zum Beispiel, wer ist das, uns der Armenien, Aserbaidschaner oder Türken oder anderen. Also zum Beispiel, ich lebe jetzt in Deutschland, ja. Für mich das ist egal, also wer ist was. Hauptsache, er soll menschlich sein und im Frieden leben. Ja, Genau. ich will rauskommen, Hallo sagen, zum Beispiel, und gegenseitig auch mir Hallo sagen. Nicht Ja. einfach also sagen, ja, er ist mein Feind, ja, oder er soll mich als Feind sehen. Also das ist so. Ja, Diese Vermenschlichkeit, das muss man also einen Frieden haben. und ich glaube, so, ja, so wie in der Kaukasus und Syrien und so weiter, die müssen lernen, dass jetzt muss man Frieden machen. Wir haben so viele Probleme, die Pandemie und Ja. Zerstörungen, und das ist Naja, schrecklich. die zu viele Leute, die verstehen das auch, die kapieren das nicht, dass es nur zum Beispiel hier, dass es irgendwelche Kriege da führen gegeneinander und so weiter, aber Pandemie, so, also Pandemie selber, das ist gegen, also Menschlichkeit, also führt ein Krieg, großer globaler Krieg. Ja, da muss man verstehen und mit diesen Sachen, solche Sachen kämpfen. Genau, Also, ja, das ja, stimmt. leider zu viele das verstehen nicht, leider. Ich glaube, momentan die Regierungsleiter, viele auch in Europa und Aserbaidschan, Armenien, Syrien, weiß ich wo, die sind nur auf Macht, und sie begreifen schon, dass die Leute vielleicht Frieden wollen, aber der Macht und das Geld, das ist zu viel, um ja andere Sachen zu machen. Das hat man jetzt sieht. Und dann haben wir die Pandemie noch dazu, und ja, die Leute rebellieren überall ein bisschen, weil ja, okay, wir wollen draußen und so weiter. So, ich glaube, es ist eine schwierige Zeit. Aber Schwierige ja. Zeit, damit diese schwierige Zeit ein bisschen leichter machen. Das könnte man also alle zusammen, also als eine Hand, also oder ein Faust, also zusammen gegen diese Pandemie und so weiter Krieg machen. Also nicht gegen also einander. Das ist das Problem. Genau, Also egal, also zum Beispiel in Syrien, sagen Sie, in Syrien, auch im Irak, dann war danach noch weiter. Und jemand zum Beispiel in Macht, das eigene Macht zu halten, ja, das gut, okay, er macht in eigenen Land gegen den anderen zum Beispiel Krieg und so weiter führt. Das ich finde ja natürlich nicht gut. Also sowieso damals war, wir wissen auch, da Hitlerzeit, was hat er gemacht mit Deutschland? Ja, das ist. So viel, also Territorium hat verloren, so viel, dass Leute und so weiter, alles damals, wie viel war, also nur Ja, ich glaube, insgesamt die ganze Welt 26, 70 Millionen, glaube ich. ja, das Ja, sehr viele. 60 Millionen, das also die Ja. gesamte Welt, also das verloren. Ja, das ist ja natürlich kein also Ja. Ausweg Nee, von nee, diesem Problem. nee, Da muss man irgendwie etwas anderes machen. Ich sage da, also wir leben also in so einer, die alle sagen, ja, jetzt ist alles perfekt, alles, aber wegen Pandemie, wir können nichts machen. Nee, stimmt. Und wir können nur hoffen, dass es bald vorüber ist und dass die Leute begreifen, dass ja, jetzt muss man Frieden haben, normal miteinander reden, und die Wirtschaft muss wieder hoch, und ja, das ist alles schrecklich, soll man sagen. Ja, das ist alles leider Ja, schrecklich und Wirtschaftsprobleme, Krise kommt, noch schlimmer wird. noch schlimmer, ja. Ich habe schon gelesen, Hunger in der dritten Welt, Afrika und so, noch mehr Hunger, und vielleicht in Europa, man weiß nicht. Ja, vielleicht in Europa ist so, da, also zum Beispiel, da war ungefähr einen Monat in Deutschland, also fast überall, also nicht hundertprozentig zu, sowieso schon war große Probleme. Jetzt ist, wenn wird noch ein paar Monate zu, überall. Dann noch schlimmer wird. Also das bedeutet noch schlimmer wirtschaftliche Situation. Und wann das platzt das alles? Ja, keine Arbeit mehr für viele Leute, und das ist schrecklich. Okay, na, herzlichen Dank wieder Nicht zu und danken. für Ja. die Information über Aserbaidschan und ja, die Krieg jetzt, und ja, lass